Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Gianna Brother und wie ihr ja schon im Intro gehört habt, geht es heute darum, dass ich diverse Nahrungsmittel zu mir nehme. Und damit ich, falls der Fall eintreten sollte, dass ich hier irgendwas zu mir nehme, was ich nicht essen oder trinken hätte sollen, ist Chichi für Notfallbearbeitung da. Ja, danke. Kannst du mir das mal vorher sagen? Nein, denn das wäre dann langweilig. Ja, Ich super. Oh war einen nein. lokalen asiatischen Laden ausräumen, habe aber bezahlt, muss man dazu sagen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich klaue oder so. Und habe ein paar Nein, du doch nicht. und habe ein paar sehr interessante Sachen eingekauft. Unter anderem, nein, ich verrate nichts. Ich fange einfach an und werde euch ein paar Sachen zeigen. Ich bin auch vorbereitet. Nee, bin ich nicht. Ich habe nämlich mein Glas vergessen. Ich bin sofort wieder da. Chichi, jetzt sieh mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ja, ein Schwank, also weißt du, damals, als ich noch klein war, so klein wie und Giga es heute noch sind, ich spiele gerade Zelda und bin zu blöd dafür. Vorbereitung Regenbaum muss vorbringen. jetzt gerettet werden. Dass sie nebenbei Zelda spielt, ist natürlich super. Ja, Denn weil ich wusste ja nicht, dass es um dein Leben geht. das hier ist mein Testerglas, damit ihr auch die Farbe und die Zähigkeit der Flüssigkeiten, die ich gleich zu mir nehme, erkennen könnt. Ja, und wir fangen an. Chichi kann übrigens nicht zugucken, aber das macht auch nichts. Ja, er hat sich aus dem Studio verzogen. Ja, mach mal lebensgefährliche Sachen und verzieh dich aus dem Studio. Das ist total toll. So läuft's im Leben. Ja. Ja, ey, ich wollte nicht ins Studio kotzen, ja, ganz einfach. Ich habe nämlich was, wo ich Ja. wirklich ein bisschen Angst vor habe, denn ich kenne eine Show, die was Ähnliches macht wie das hier. Im Prinzip genau dasselbe. Und wenn die so das essen müssen, dann kotzen die jedes Mal. Und da ich nicht weiß, wie ich drauf reagiere, dachte ich, ich hole mir wen dazu. Der Rest ist aber, glaube ich, relativ ungefährlich. Und wir fangen was an, wo ich mich drauf freue. Das sind nämlich Kokai, kein Kokain. Peanut Kann man Coconut das Cream essen? Flavor Coated Peanuts, also Erdnüsse mit Kokosnuss Creme Geschmack. Keine Ahnung. Sah aber cool aus. Aber das, was du da isst, das ist jetzt alles normal aus dem, also das kann man so kaufen zum Essen. Das kann man so kaufen zum Essen und der Typ an der Kasse, der sehr, sehr nett war, meinte auch, das ist alles ungefährlich. Aber wir Wenn hören du es aus sowas einem nicht. asiatischen Laden geholt hast, dann sind die immer nett. Ja, die wollen ja was Vor allem, wenn verkaufen, du auch noch ne? so einen Kram da kaufst, ey. Ja, nur das Beste. Und Bin ja, ich wir hier fangen, wie neu? gesagt, an Ja. mit Ist Kokai. gut. Den Nüssen. Riecht sehr erdnüssig. Also ich rieche keine Kokosnuss, aber ich bin noch ein bisschen erkältet, vielleicht liegt es daran. Kokain, Kokain. Also irgendwie. Ja. Erst schmeckt es ganz ranzig und dann schmeckt es nach gar nichts und dann nach Erdnüssen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Kannst du Labyrinthkarte. mal aufhören, über Zelda zu reden, während ich hier mein Leben riskiere? Ja, ich wollte ein bisschen mein Herz und so, weißt du? Das Nichts Besonderes, schmeckt eigentlich nur nach Erdnüssen. Also ihr kriegt nicht viel davon mit, dass es nach Kokosnuss schmecken soll. Zumindest ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach blöd. Soll ich was trinken oder weiter essen? Ich habe mehr Essen Also als wir haben ja trinken. schon öfter festgestellt, dass deine Geschmacksnerven ein bisschen anders sind, ne? Ein Also wenig. ein wenig viel. Soll ich was essen oder was trinken, Chichi? Essen. Ja, ich habe nämlich noch was Cooles, noch mehr Erdnüsse, nämlich Peanut Crisp. Das sieht eklig aus, aber irgendwie dann doch wieder ganz cool. Ist das Karamell da drum? Also ich habe keine Ahnung. Es sieht irgendwie so. Es ist auf jeden Fall, also hier irgendwie arabische Schrift, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Komm, Fokus, Kamera, Fokus. Fokus. Hier. Yeah. Naja, okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist und es sah aber irgendwie interessant Arabische aus. Schrift. Ja. Wenn du also beim Asiaten kaufst. Du, ich habe auch dänische Chips gesehen beim Asiaten. Der Laden heißt sogar Asia im Namen. Ich möchte keine Werbung machen. Vielleicht möchte er das auch gar nicht, wenn ich hier jetzt das Zeug esse und sage, schmeckt alles zum Kotzen. Oh. So sieht es dann aus der Packung aus. Das ist die Rückseite mit ganz viel Sesam drauf. Hier sieht man die Erdnüsse. Riecht irgendwie. Weiß nicht. Aua. Boah. Boah. Fuck you. Ja. Keine bösen Wörter, Gianna. Kotztüte. Jesus fucking Christ. Ey, wir haben gesagt, sowas sagen wir nicht Das ist mehr, mir also du. scheißegal. Das hier ist ekelhaft wie Sau. Wer frisst so eine Scheiße?
Ab in den Müll damit. Momentan du. Ja, das stimmt natürlich. Das ist überhaupt nicht süß. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Nachtischgelöte. Dann schmeckt das total. Hast du dran gerochen vorher? Ja, es hat nach gar nichts Hat gerochen. Und es ein. es kommt jetzt so Ja. leicht im Nachgeschmack, kommt so ein bisschen Karamell oder so. Aber ich dachte, Alter, was ist das denn? Das hat nach Müll geschmeckt oder so. Machen Hast du, wir. wie heißt das? Diese grüne Creme-Dingens? Wasabi? Wasabi Nein, 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 oder? nein. Ganz anders, ganz anders. Wasabi ist Nee, ganz ich okay. meine nur als Beispiel, Nee. also ich kenne da jemanden, der war in Ja. einem asiatischen Restaurant und hatte gehofft, das wäre Wackelpudding. Und mit dem Gedanken, es wäre Wackelpudding, hat er Sonst wieder dann so. Wasabi gegessen. Also. Nee, das war kein Wasabi. Also das war kein. Ich weiß nicht, was es war. Es schmeckte auf jeden Fall. Ich kann es nicht mal beschreiben. Sowas habe ich noch nie gegessen. Also das ist wirklich unfassbar ekelhaft. Boah. Auf keinen Fall kaufen. Das Hättest du war es schon billig mal wie Sau, gegessen, dann aber. hättest du es ja jetzt nicht nochmal gegessen, oder? Das stimmt, aber vielleicht gibt es ja Leute, die davor stehen und denken, das sieht lecker aus. So ein bisschen wie Mr. Tom sah es ja auch aus, Oh, da aber liegt was Süßes. ja, so ungefähr. Und dann kriegt man sowas. Und dann habe ich, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Item. Fand ich sehr, sehr lustig, weil auch Item? Item, so nennt man das auf Hat Englisch. Item gesagt? Da, 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 da. Ich habe übrigens die Feenschleuder. Glückwunsch. Hört sich ein bisschen komisch an. Ich habe in einem asiatischen Ja. Laden, wie gesagt, der sogar Asia im Namen trägt, Old Jamaica Ginger Beer Soda. Jamaikanisches Gewürzbier? Keine Ahnung. Ich kann mir Würzen, gar die nichts früher drunter morgens vorstellen. Es schon ist Bier übrigens, trinken. es ist kein Bier, es ist ein Soda. Es ist wie Root Beer. Oh, what the fuck? Das ist Ja. Ingwer, Ingwer, Ingwer. Oh, Moment, ihr wollt ja zugucken, wie ich das hier einkippe. Ich habe hier ein Tempo drunter, damit das hier nicht. Boah. Toll, mein Tempo zerreißt und bleibt am Glas kleben. Herzlichen Glühstrumpf. Sieht so ein bisschen aus. Wieso kippe ich mir so viel da ein? Ich habe nur ein Glas zum Testen und muss das jetzt trinken. Ja, du Das darfst ist. gleich nochmal aufstehen. Es sieht aus Oder wie komplett Isos. trinken. Also, es sieht original aus wie Isos da. Ist das jetzt Schleichwerbung? Oh, Oder nein, bekommen ist wir es Geld nicht. dafür? Das tut jetzt schon in der Nase weh, ohne Spaß. Boah. Okay, cheers. Prost. Alter! Das zieht in die Nase, da träumst du von. Nein, eher weniger. Meine Nase ist zu. Oh, fuck you! Ich meine, es ist echt ganz lecker. Also man kann es echt trinken, aber es zieht so in die Nase. Es ist wirklich so wie Wasabi. Das ist ein guter Vergleich. Alter! Ingwer halt, ne? Und ich muss es leer machen. Boah. Oh mein Gott. Aber es macht die Nase frei. Also, wenn ihr krank seid, Old Jamaica Ginger Beer Soda. Was Und steht hier unten? McDonald's With hätte Fiery Fun. Jamaican Root Ginger. Zutaten: Wasser, Zucker, Ingwerwurzelextrakt. Ja, da hätte ich vielleicht auch drauf kommen können. Ja. Ich dachte, Ginger steht für Gewürz. Naja. Boah, Gott, meine Nase tut weh. Ja, ich habe hier auch noch zwei Bonbons. Beziehungsweise das eine ist nicht mal ein Wie viel Bonbon, hast du deswegen denn fange ich mal mit dem gesamt? Bonbon ein. Auch so ein bisschen Da was, ne? noch? Der Main Event kommt noch, Freunde. Der Main Event kommt noch. Und davor habe ich Okay. wirklich ein bisschen Angst. Okay. Okay, wir haben hier als nächstes, wenn wir schon beim Thema sind, bleiben wir doch auch beim Thema. Wir haben hier Ja. Sina Ginger Candy, also wieder Ingwer. Bonbon au Gingembre oder so ähnlich. Von der Firma steht nicht drauf. Die kenne ich, die ist gut. Barbaric Kamega ist egal. Seit 1935 gibt es sie. Einzeln verpackt. Schont unsere Umwelt total. Hier so sieht das aus. Ich weiß nicht, Was ob es richtig erwartest rum du war. von Vielleicht ist es auch so, Asiaten? aber warum sollte eine Wurzel nach unten wachsen? Das macht keinen Sinn. Ich mag kein Ingwer. Oh Gott, Hast what du the nicht fuck? gesund? Was? Das ist squishy und wow. Oh mein Gott, ich werde es hassen. Oh mein Gott, das ist so ekelhaft im Mund. Ja. Oh. Alter, das war wie.
Ja, so ein bisschen wie extrem dickflüssiges Karamell, wo man Puderzucker drauf gestreut hat und das einfach nur nach ranzigen Zucker schmeckt. Boah! Da muss ich direkt nochmal einen Schluck Old Jamaica Ginger Beer. Irgendwie langsam gewöhne ich mich dran. Also es ist echt doch ganz lecker, aber es zieht halt in der Nase. Nein, wir werden sowas nicht ins Studio holen. Boah. Okay, ich gewöhne mich doch nicht dran. Aber immer noch besser als Sina Ginger Candy. Mülltüte, auf Wiedersehen. Und wenn wir schon bei Ginger sind, beziehungsweise also bei Ist Ingwer. es richtig, dass du gerade Sachen isst und dann, weil es dir nicht schmeckt, die Hälfte wieder wegschmeißt und So so? sieht's aus. Ja, und dann jammerst du wieder, dass du kein Geld hast und wer darf dir dein ganzes Essen und Trinken bezahlt ich? Weiter geht's mit Gingembre-Konfit, kristallisierte Ingwer-Scheiben. Das sieht schon ekelhaft aus. Guckt euch das auf der Packung an. Wenn ihr von einem. Achso, ich mach mal die Preisschilder weg. Wartet mal. Okay, jetzt ist natürlich. Aber wenn ihr im Laden steht und vor sowas steht und denkt so: Mh, das sieht aber lecker aus. Ich sollte vielleicht die Hand vom Mikro wegnehmen. Das sieht aber lecker aus. Ich nehme mir Ingwer-Scheiben mit. Ich habe natürlich nichts geöffnet und das auch nicht, weil ich nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich nicht wollte, dass irgendwie irgendwelche Gerüche rauskommen, die ich dann verpasse und ich sagen kann, boah, oh mein Gott, stinkt das. Oh Gott. Klingt das? Das hier habe ich gerade gesehen. Das reicht mir schon. Die Dinger sind groß. Ach komm, ich schmeiß dich eh gleich weg. Blöde Packung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann ja nur. Oh. Oh. Jetzt stinkt es übrigens. Und ich hasse Sachen, die in Zucker ne, also so, weiß ich nicht, so Oh, lecker. saure Pommes oder. Soll ich dir die Ingwer-Scheiben mitbringen? Ja, total ge nein. Ich will nicht. Das stinkt schon richtig ekelhaft. Oh Mann. Boah! Boah! Die sind ja Ja. flüssig innen. Sind übrigens flüssig in. Boah, ist das ekelhaft. Boah, ich geht's. Es wird ja immer schlimmer. Sorry, Leute. Oh, jetzt habe ich den ganzen Scheiß im Bart hängen. That's why you have to rasier dich. Wachsen. Dafür gibt es Tempos. Oh mein Gott. Das war so unfassbar. Also das war bisher das Schlimmste. Also das geht gar nicht. Willst du die restlichen Ingwer-Scheiben haben? Also es ist so. Ich habe gehört, Giga und Torun mögen das total gerne. Ja. Oh, ich habe übrigens nicht getroffen, die Tüte. Sehr schön. Mein Boden freut sich. Ach, naja. Egal. Weg damit. Wenn ich es versuchen sollte zu beschreiben, was sehr, sehr schwierig ist bei dem Zeug, muss ich ja ganz ehrlich sagen, jetzt hat sich hier schon wieder alles vergnisknallt. Ja. Also am Anfang dachte ich, okay, das wird wieder sehr, sehr gummihaft, wie diese ersten Dinger, die ich hatte. Also diese Bonbons. Ich beiß rein und dann squischt es voll in meinen Mund. Also es explodiert quasi. Und schmeckt einfach nur nach Chemie und dann plötzlich setzt dieser Ingwer-Geschmack ein. Auch wieder so, als wäre es frittiert oder so. Total ekelhaft, ranzig. Boah. Unfassbar ekelhaft. Wer frisst so eine Scheiße? Asiaten zum Hallo Asiaten. Beispiel. In diesem Sinne, ein Schluck Old Jamaica Ginger Beer. Boah. Okay. Wir machen weiter mit was zu trinken. Fand ich sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Aber das sieht aus wie Spinatsaft. Es heißt aber Wonderfarm Pennyworth Juice Drink. Hört sich doch lecker an. Es sah auch irgendwie asiatisches Wassernabelgetränk. Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was das für ein Zeug ist, schreibt es gerne in die Kommentare.
Aber ich kann überhaupt nicht sagen, was mich. Oh, fuck! Das hast du schon mal gesagt. Oh, Alter! Das sieht nicht nur wie Spinat aus, das riecht auch so. Okay, ihr wollt sehen. Und wie schmeckt es? Es sieht auch wie Spinat aus. Davon gibt es diesmal nicht so viel. Alter, das ist irgendein Gemüsesaft, Gemüsesoda. Es ist nicht mal Saft, es ist. Aber schmeckt es denn? What the fuck? Ich habe noch nicht getrunken. So weit bin ich noch nicht gekommen. Ich habe echt Angst. Das riecht unfassbar ekelhaft. Ich meine, es riecht wie Salat. Aber wenn ich Salat will, dann esse ich Salat und trinke nicht Salat. Salat, wie gesund. Es war so klar. Der dicke Salat. Darum Das geht's mit dem Dick nicht. hast du Ich gesagt. weiß, darum geht es aber auch nicht. Das Zeug. Also stellt euch vor, also ihr mögt die Leute, die Hähnchen mögen. So, ihr, ach, heute, ich hätte mal Bock auf so ein Hähnchenschnitzel. Und dann kauft ihr es in Saftform. Das macht da auch keiner. Und dann in Echt? Sodaform mit Zucker und Kohlensäure. Oh, shit. Bottoms up. Oh Gott. Das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Es schmeckt einfach wie Grünkohl. Ja. Oh fuck. Es schmeckt wie Gras. Es schmeckt wie Gras. Das ist Hast du es. schon mal Gras gegessen? Ja, habe ich als Kind. Okay. Kein Kommentar, keine weiteren Fragen. Aber genauso schmeckt es, schmeckt nach Gras. Ja, und kein besonders gutes Gras. Oh, fuck you. Hast du Wassernabelsaft? verschiedene Unterschiede von Gras gegessen? Nein. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich muss das leer machen, sonst wird das nächste Getränk ja auch wieder Das heißt, so nach schlimm kann es doch Gras. gar nicht sein. Also Doch, bitte. doch. Ah. Ich hol dir eine Dose. Ich bring dir die Nein, mit. danke. Wenn Nein, du es nicht danke. schaffst, sie zu trinken, Nein. ne? Dann musst Ich du stehe nicht so auf Ingwerbonbons so essen. gesunden Kram. Ah ja, aber mich anmaulen. Ich hab's von Anfang an Und gesagt. glaub mal, das ist nicht gesund. Denn da ist 10% Zucker drin und kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Okay. Vielleicht hätte ich mir das vorher durchlesen sollen. Das würde ich Aber jetzt gern, es also. kommt aus Holland! Na sicher! Woher auch Ja, so viel sonst? zu Gras. Richtig. So, wir kommen zum nächsten Ding, wo ich auch so ein bisschen Angst vor habe. Es steht Bist du hinten auf der ziemliche Packung, Angsthase? ja, es steht auf der Rückseite einfach nur folgendes Wort zum Beschreiben: Kleingebäck. Hai Kleingebäck. Dau, Hai, Hai Chau, Hai Chau, Hai Chau, Luang Ko, Hai Chau. Tom Hop. Damit ihr Bescheid wisst. Wird bestimmt lecker. Produkt aus Vietnam. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das? Das fühlt sich an wie Kalkstein. Und das ist auch nicht. Oh, das ist total staubig. Und hier, also so sieht es in der Packung aus. Es ist einfach nur gepresster Staub. Mann. Alter, das ist lecker. Das schmeckt so ein bisschen nach Vanille. Nee. Wisst ihr, wie das schmeckt? Wie Plätzchen. So die ganz normalen Standard-Weihnachtsplätzchen. Es ist nur. Es fühlt sich an, als würdet ihr Kreide essen. Gerne, hast du schon mal Kreide gegessen? Nein, aber so stelle ich mir Kreide vor. Es fühlt sich Ja, halt auch jetzt an wie raus Kreide. fliegen. Es fühlt sich auch an wie Kreide. Es sieht aus wie Kreide. Ich meine, ne? Es ist Ja. original die Konsistenz von Kreide. Schmeckt aber echt lecker. Glaube, ich sollte dich eher fragen, was du noch nicht gegessen hast. Ne? Das dürfte weniger sein. Ich kann gerade nicht reden. Das ist sehr. Macht den Mund Ja. komplett voll. Das hier geht nicht in die Tüte. Kommt mir gar Darauf nicht in muss. die Tüte, wa? Irgendwie ist das Zeug doch ganz geil. Versucht es einfach mal. Wenn ihr die Dose leer habt, mögt ihr mehr.
Old Jamaican Ginger Beer. Sponsor. Okay, wir haben noch zwei Sachen. Ich hab's in 10. Moment, ich drehe mich mal kurz um. Sehr vorbildlich, nachdem du geflucht hast und ja. Und dir den Mittelfinger gezeigt hat, was du ja nicht gesehen hast. Das was? Ja. Warum? Was habe ich getan? Und wer weiß, was du schon alles gegessen hast. Ja, ist das so? Also der eine oder andere wird schon erkannt haben, worum es hier geht. Ich zeige nur mal die goldene Dose. Jeffy! Litchi-Nektar. Hört sich lecker an. Fand ich auch. Mal gucken, wie es so ist, wenn es dann aus der Dose raus ist. Oh Gott! Das stinkt. Mehr kriege ich davon nicht runter. Ich weiß jetzt schon, das Zeug wird ekelhaft, wie Sau. Alter, stinkt das ekelhaft. Es ist nur nicht so schlimm wie der Salatsaft, aber besonders lecker riecht das nicht. Vor allem nicht nach Litschis, sondern. Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Das riecht auch. Vielleicht ist es der Salatsaft, der hier noch drin ist. Ich werde es gleich dann nochmal aus der Dose probieren, wenn es genauso ekelhaft ist wie das hier, aber es roch auch aus der Dose nicht besonders lecker. Oh. Nee, okay, es ist nicht ganz so schlimm. Es ist ein bisschen. Ich muss hier nochmal. Ich habe es immer noch in den Zähnen hängen. Kleinen Moment. Das verfälscht natürlich auch den Geschmack. Ich kann es nicht einordnen. Also es schmeckt nach fast gar nichts. Man hat so einen ganz leichten, ganz, ganz leichten Hintergrundgeschmack von Litschi, aber nicht so, dass ich sagen würde, es wäre jetzt ein absolutes Litschi-Getränk. Und das hier mit dem Tempo hier unten sieht übrigens. Ich lasse es so. Mein Gott. Also nicht so lecker, wie ich mir erhofft hatte. Litschi. Schade. Da hatte ich wirklich Hoffnung drin. Und jetzt kommt. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich hoffe, es ist mittlerweile halbwegs aufgetaut. Aufgetaut. Oh ja. Ich mache es erstmal auf. Also ich habe. Also wenn man so eine Sendung macht wie das hier, gibt es so ein paar Sachen, die man einfach machen muss. Weil die Leute sowieso irgendwann in die Kommentare so viel reinschreiben, dass nichts mehr anderes kommt, außer diese paar Sachen. Dazu gehören so Sachen wie Sustroming, der ranzige Fisch aus Dänemark, Norwegen, keine Ahnung. Ja, der wird in die Dose gelegt und dann wird er verrotten lassen für ein halbes Jahr und dann kann man ihn essen. Soll wohl auch ekelhaft sein wie sonst was. Dann gibt es Hakarl, den Haifisch, der auch irgendwie in den Boden gelegt wird, damit er genießbar wird und weil er sonst giftig ist oder so ähnlich. Was gibt es noch so für Klassiker? Gerne gesehen wird, wie heißt das Zeug aus Schottland? Rinder, Leber und Nierenhack gekocht im Schafsmagen. Ihr wisst sicher, was ich meine. Egal. Und dann gibt es noch eine Sache, die jeder, wirklich jeder schon gemacht hat. Und ich habe eigentlich darauf gewartet, das zu finden. Und deswegen habe ich es jetzt auch gefunden. War ich sehr froh, als ich in dem Laden an der Tiefkühltheke stand und dieses hier gesehen habe. Durian! Wer Durian jetzt nicht kennt, scheinbar Chichi nicht, sonst würde sie sagen: Oh mein Gott! Ich. Durian ist auch bekannt als die Stinkfrucht. Kommt aus Thailand. Ist eine Frucht, sieht auch so aus wie hier auf Verpackung. Also quasi so eine Stachelfrucht. Und innen sieht es aus wie ein, ich will jetzt nicht sagen, wie ein ja, nein, das lassen wir lieber. Vielleicht hat es der eine. Es sieht aus wie Hirnmasse, wenn man so will. So ein bisschen zumindest. Und ja, wie gesagt, diese Frucht ist auch bekannt als Stinkfrucht. Und weil sie wohl abartig stinkt, aber großartig schmecken soll. Zumindest behaupten das die Thais. Wer das nicht behauptet, es schmeckt nach ranzigen Zwiebeln. Oder Reckless Eating sagte zum Beispiel, Mad Zion, if you watch this, hello. Ich werde es ihm auf jeden Fall schicken, also keine Sorge. Der sagte zum Beispiel, es schmeckt nach Müll.
Und der muss jedes Mal kotzen, wenn er irgendwas, was nur halbwegs nach Durian schmeckt, essen muss. Oh, nicht drauf. Ja, das Cinema Snob hat es auch gegessen, der sagte auch, es ist wie Zwiebeln und Butter und Eier. So sieht es auch ein bisschen aus. Ich finde, auf der Packung, so sieht es auch ein bisschen aus, wie als wäre das Rührei. Ja, das hier ist gefrorene Durian. Ich mach's mal auf. Bisher rieche ich noch nicht allzu viel. Oh, fuck! Oh, Das Scheiße! hattest du schon mal gesagt. Ich wiederhole mich gerne. Das riecht nicht nur ekelhaft, das sieht auch ekelhaft aus. Es ist eingepackt in so Würstchen. In so Plastik, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. In so Plastikwürstchen. Es ist immer noch tiefgefroren. Ich werde gucken, dass ich irgendwas abkratze und es stinkt wie Sau. Es stinkt wie faule Eier. Es ist gut, dass es gefroren ist, weil der Typ an der Kasse meinte auch zu mir, es verliert ein wenig Potenzial dadurch. Es ist ohne Kerne und war sauteuer. Also ich meine für so zwei kleine Röllchen, eins und zwei, irgendwie 5,50 € ist schon eine Hausnummer. Aber es ist ohne Kerne. Vielleicht macht es das teurer. Ich versuche die mal. Das Schreiben ist die so. bei den Weintrauben auch immer drauf und trotzdem sind da Kerne drin. Ja, aber hier. Oh Gott, das stinkt echt erbärmlich. Es riecht wie faule Eier. Also ich kann verstehen, warum. Also wenn das frisch ist, soll das wohl wirklich so sein, dass man. Ich müsste den Raum jetzt verlassen, um das hier nicht mehr riechen zu müssen. Es ist ja immer noch in Folie eingewickelt. Vielleicht wird es gleich noch ein bisschen schlimmer. Oh Gott. Ja, wenn ihr schon mal sehen wolltet, wie Leute ein gefrorenes Durian-Eis essen. Ich habe diese Tüte tatsächlich genau wegen diesem Zeug hier stehen. Denn es gibt wirklich Leute, die das essen und kotzen müssen. Und die Befürchtung habe ich im Moment auch, es kriecht mir unfassbar ekelhaft in die Nase. Dass ich schon gefrühstückt habe. Gut, dass ich noch nicht zu Mittag gegessen habe. Oh Gott. Let's go for it. Let's go, Princess. Princess? Oh, fuck you! Oh Essen, mein einfach Gott. weiter essen. Das ist keine Frucht. Das ist abartig. Das ist. Okay, ich probiere nochmal. So schlimm ist es nicht, aber es ist schlimm. Aber nicht so schlimm, dass ich kotzen müsste. Wo wir wieder bei dem Thema deiner Geschmacksnerven sind. Wer frisst sowas? Das ist. Es ist. Matt Zion hat, wie gesagt, es schmeckt nach Müll. Und das passt sehr, sehr gut. Also, wenn ihr mal an so einem richtig ekelhaft ranzigen Mülleimer gerochen habt, dann kennt ihr diesen Geschmack. Der ist dabei. Dazu kommt, wie gesagt, ein bisschen rohes Ei, bisschen faules Ei. Und ja, ich vermisse die Butter, denn jemand sagte mir, der Typ an der Kasse sagte zu mir, das schmeckt ein bisschen wie Butter und Ei und wohl sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, warum die Butter und Ei mögen. Er mag das nicht. Ja, aber nicht in Eisform. Oh Gott. Da ist nichts Buttriges bei. Es ist wirklich, es fühlt sich ekelhaft an im Mund. Es ist so total, es löst sich auf. Es ist so, wie wenn ich Schnupfen habe, das, was aus meiner Nase rauskommt, so fühlt sich's an. Ich hab's Und nicht. jeder verbildet ich mir das, Sonny. Das ist. Ich habe gerade Schnupfen. Ja, das, was bei Chichi in der Nase ist, habe ich hier zum Danke. Essen. Ich weiß nicht, wie man das Zeug essen kann. Also ganz ehrlich. Es ist. Nein, nein, einfach nur nein. Es ist. Vor allem nicht für 5,50 €. Durian. Also. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, es wäre deutlich schlimmer. Aber vielleicht liegt es auch, wie der Cinema Snob ja auch damals vermutet hat, einfach daran, dass es gefrorene Durian ist. Und dadurch sehr, sehr viel Potenzial verliert. Ja, ich werde das hier aufheben. Ich weiß nämlich, wer als nächstes daran darf. Ja, wer die Serie Giga vs. Diana kennt, könnte eine Ahnung haben. Wir sehen uns da. Bis bald, Freunde. Wenn ihr, ach so, falls ihr Lust habt, mir irgendwelche lustigen Sachen zu essen, zu schicken.
die ich essen soll. Ja, die Sachen zu schicken, die ich essen oder trinken soll. Wenn ihr das wirklich wollt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich werde so gut wie alles probieren. Nicht alles. Denn sonst holt ihr Sachen aus dem Klo oder so. Nee, das würde ich dann vielleicht auch nicht machen. Es sollte schon unter Lebensmittel und Nahrungsmittel fallen und im Geschäft zum Beispiel. Und es sollte mich nicht umbringen, wenn ich es esse. Ja. Und ja, also deswegen, wenn ihr Lust habt, mir was zu schicken, hier ist meine E-Mail-Adresse. Ich versuche das mal Special Effects-mäßig einzublenden. Ah, das war Fail, egal. Hier meine E-Mail-Adresse und dann könnt ihr mir eine E-Mail schicken und dann kriegt ihr meine Adresse. Und ihr müsst mir natürlich vorher sagen, was ihr mir schicken wollt. Denn wenn ihr keine, also wenn ihr mir jetzt Nutella schickt oder so, das kann ich mir auch selber kaufen. So cooles Zeug, vielleicht aus dem Ausland oder ich werde auch nichts Selbstgemachtes essen. Ich weiß, was für Ideen manche Leute haben. Also, ne, wenn mir jemand jetzt irgendwie, weiß ich nicht, seinen kleinen Bruder schickt in Gulaschform oder so. Das auf keinen Fall. Verpackt und gekauft. Dann kann ich das gerne machen. Und deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr mir was schickt und wenn ihr dazu Lust habt. Wie gesagt, meine E-Mail-Adresse habt ihr jetzt. Und wenn ihr das hier mochtet, dann könnt ihr das gerne auch weiterverbreiten. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Auch wenn ihr es total scheiße fandet. Auch darüber freue ich mich dann zwar nicht, aber dann weiß ich, was ich besser machen können. Und ja, wie gesagt, Giga, sei bereit. Also erstmal kriegst du eine Standpauke von ihm, weil du so oft verschiedene Worte genutzt hast, die du eigentlich nicht mehr nutzen wolltest. Ja, ich mach die Aufnahme auf.